Servus Leute, ein neues Video auf YouTube. Ich bin der Jonas. Ich hoffe, ihr seht mich überhaupt hier irgendwie in einem diffusen Licht. Ich war heute früh beim Andi im Laden und wir haben ein echt cooles Video für euch gedreht. Und zwar geht es diesmal um das Ibis Ripmo AF. Und ich habe wie die letzten Male mit Manu und mit Nico auch schon ein Bike Talk mit dem Andi gemacht und für euch das Rad mal abgecheckt. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach gleich im Laden. Das Rad war schon mal in einem Video von mir drin, aber das ist mittlerweile ein Jahr her. Ich finde, wir haben ein paar coole Fakten und ein paar coole Details zum Rad euch erklärt. Und jetzt geht's einfach ins Video. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und mit den Aufnahmen. Und ich würde sagen, nach dem Intro geht's einfach los. Let's go! So, also, ich bin mal in den Laden gefahren. Und hier steht das gute Stück, Ibis Ripmo AF. Und wie gesagt, wir haben das schon mal kurz in einem anderen Video drin gehabt. Oder ich habe das kurz schon mal drin gehabt, habe da auch ein paar Bilder gemacht. Aber ich würde sagen, jetzt ist der Andi dabei. Und es geht einfach auch mal bei ein paar Teilen und ein paar Erfahrungen. Ich denke, das hat euch bei Manu und bei Nico die letzten Male schon gefallen. Lasst uns einfach mal hier über das Shoprad, sage ich jetzt mal, reden. Und dem Andi sein persönliches Rad, mit dem er unterwegs ist, wenn er Radfahren ist. Genau, und was haben wir denn hier grundsätzlich mal? Also vom Rahmen her, was für eine Rahmengröße? Also ich bin 1,84, also Rahmengröße L, was bei Ibis von der Rahmengrößenempfehlung relativ breitbandig einsetzbar ist. Also kannst du schon mit knapp unter 1,80 schon L fahren. Genau, und dann je nachdem, wie halt die Vorlieben sind, bei mir ist so, ich schaue mir denjenigen an, der so ein Fahrrad will, und entscheiden in der Beratung, je nachdem wie das Oberkörper-Beinverhältnis ist, ob ich jetzt ein Rad nehme, was eher vom Reach her eher kürzer ist oder eher länger. Von der Sattelstütze, von der Länge her ist man ja eh flexibel, da kriege ich bei Ibis immer maximale Länge rein. Von dem her, ja, das ist eine relativ individuelle Geschichte, auch wie man sich wohlfühlt. Es gibt Leute, die wollen einen kürzeren Vorbau, längeren Vorbau, und dann ist es eigentlich von dem, wie eine Gesamtgeometrie bei Ibis aufgebaut ist. Aber das ist ja schon mal cool, dass man bei der Sattelstütze auf jeden Fall halt richtig flexibel ist und da auch echt viel reinbauen kann, dass man da nicht... Kriegst eine 210er Stütze rein. Ja, das ist halt mega, ja. Das ist richtig cool auf jeden Fall. Genau. Ja, was ich gesehen habe, Alurahmen und dafür aber Carbonlaufräder, natürlich von Nonplus Components, also Premium-Zeug hier. Ja, genau, Alurahmen und Carbonlaufräder, geht's ums Gewicht? Auch. Aber halt gewichtersparend an der richtigen Stelle. Wenn ich jetzt die heutigen Carbonrahmen, die sehr stabil sind, die haben ja mit diesen fragileren Carbonrahmen vor einigen Jahren nicht so viel zu tun, sondern da ist das Gewichtersparnis zu einem gut gemachten Alurahmen, wenn es gut ist, ein Dreiviertel Kilo. Mhm. Aber die Steifigkeit ist bei Carbon einfach der Vorteil. Das heißt, das, was ich ins Rad an Kraft reinbringe, kommt halt auch deutlich effektiver nachher am Hinterrad an, wenn ich einen steiferen Rahmen habe. Deswegen wird ein Hardtail immer vom Vortrieb alles andere toppen. Ja. Bei Ibis ist es so, dass die einen Alurahmen hier hinstellen, der extrem steif ist, wo ich nachher vielleicht noch drauf komme bezüglich Hinterbau. Da ist ein bisschen was Besonderes. Und dann ist ja der Vorteil gegenüber einem Alurahmen gar nicht mehr so groß. Aber bei den Carbon-Laufrädern ist es so, dass ich ja am äußersten Punkt von der rotierenden Masse die auch etwas reduziere im Vergleich zu Alufelgen, weil Carbonfelgen einfach leichter sind. Ja, und das merke ich im Fahrverhalten ganz deutlich, dass einfach eine rotierte Masse eher richtungsgebunden ist als eine tote Masse. Ja, und das merke ich halt im Fahrverhalten ganz, ganz deutlich. Genau, und das ist auch also mein Empfinden, sage ich jetzt mal. Ich habe in meinem Firebird auch die Carbonlaufräder, im Prinzip auch gleich zu denen hier, außer das Superboost-Hinterrad. Aber gerade wenn man am Vorderrad zieht, ja, um jetzt über, keine Ahnung, eine Wurzel oder so drüber zu kommen oder ein Manual zu machen oder so, dein ganzes Vorderrad und im Prinzip dementsprechend auch das Hinterrad ist einfach so leicht und fühlt sich so leicht an. Das ist einfach mega, ja. Ob man jetzt abspringt oder ob man, keine Ahnung, wie gesagt, über Wurzeln drüber fährt und ein bisschen am Lenker zieht, einfach die Leichtigkeit am Vorderrad. Gerade, ich finde, am Vorderrad merkt man es extrem. Einfach geil. Ja. Genau. Auch einfach ungefederte Masse, ne? Genau, ja, richtig. Und schon, ja. Dann vielleicht jetzt gerade auch in Bezug auf Ibis direkt. Warum trotzdem jetzt der Alurahmen und nicht der Carbonrahmen? Weil der Alurahmen
fast, also nicht ganz, aber fast so steif ist wie der Carbonrahmen. Dadurch, dass Eibis hinten in den Verbindungen von Hauptrahmen und Hinterbau keine Lager verbaut, sondern Gleitbuchsen, habe ich allein von physikalisch gesprochen vom Lastarm einen viel größeren Hebel. Ein Lager hat ja in der Höhe, was haben die, 5, 6, 7 Millimeter? Und ich habe hier 1,5 Zentimeter. Das Doppelte. Ja. Das heißt, mein Hinterbau ist ja schon von Haus aus, ich will nicht sagen doppelt so steif, aber deutlich steifer als das gleiche Rad mit Kugellagern. Und das merkst du ganz gewaltig. Auch wenn du es fährst, ich bin vorher auch ein Rad gefahren mit einem DW-Link, die von Haus aus schon steifer sind als andere Hinterbauten, in Carbon und jetzt den Rahmen in Alu. Und es fühlt sich nicht wirklich anders an. Gerade in der Kurve, ich bin kein Leichtgewicht, das heißt, unter mir arbeitet ein Rahmen in der Kurve schon ein bisschen anders. Und das ist annähernd genauso steif wie ein Carbonrahmen. Ja. Aber halt vom Preis her schon ein gewaltiger Unterschied. Der Alurahmen kostet die Hälfte von dem Carbonrahmen. Genau, ja, und das finde ich halt auch so ein Punkt. Also erstens mal der Preis, dafür die Qualität von dem Alurahmen und halt auch allein beim Hinterbau, da sind einfach nur Gleitbuchsen drin. Und wenn ich dran denke, wie ich bei mir Kugellager und keine Ahnung was ständig am Fetten bin, damit die nicht jedes Jahr ich den kompletten Hinterbau tauschen muss, weil die Kugellager am Arsch sind, ist das halt hier, also ich war bei der Alpine Enduro Series mit dem Ibis Fitlock Team unterwegs und die haben einfach abends kurz vorm Pennen gehen, am nächsten Tag war Renntag, haben die kurz auf dem Parkplatz einen kompletten Hinterbauservice gemacht mit neuen Gleitbuchsen, die, keine Ahnung, im Vergleich zu Lagern wirklich nicht viel kosten. Ein Bruchteil, ja. Und haben halt kurz einen Lagerservice gemacht und der Hinterbau ist am nächsten Tag wieder wie neu im Prinzip. Und das ist halt, ich glaube, gegenüber Kugellagern auf jeden Fall ein übelster Vorteil. Auch vom Service. Grob gesagt, natürlich richtiger Service, auseinanderbauen, reinigen, na, wieder zusammenbauen. Aber für den schnellen Service, wenn das Rad sauber ist, was hier ist ja nicht so ganz hundertprozentig der Fall ist, reicht ein Tropfen Kettenöl auf die entsprechenden drehenden Teile, ist ja eigentlich nicht der richtige Begriff, sondern na, es rotiert ja nicht. Genau, ja. Und dein Hinterbau läuft halt wieder wie eine 1. Also du kannst quasi mit WD-40 reinigen und mit Kettenöl ein bisschen pflegen. Da sind Gummidichtungen trotzdem drin. Ja, also da kommt kein Dreck dran. Und von der Pflege, von der Reinigung ist halt einfach, du kannst ja auch mal draufhalten mit dem Strahl. Ja? Du machst selbst mit dem Hochdruckreiniger, was ich nicht empfehlen würde trotzdem, aber du würdest da jetzt am Hinterbau nichts kaputt machen. Und bei Lagern drücke ich halt schon, ne, den Dreck rein. Dann ist bei Lager immer das Problem. Und das Wasser halt auch. Ja, und Lager haben ja nie 100% Füllungsgrad vom Fett. Genau, ja. Das heißt, durch Temperaturunterschiede, durch Bewegung habe ich ja auch einfach Temperatur im System. Und wenn ich einen Temperaturunterschied habe von zwei unterschiedlichen Seiten, dazwischen habe ich ein Material, wo ich aber durch hydroskopische Eigenschaften einfach einen Feuchtigkeitsaustausch herstellen kann oder dass das halt passiert, habe ich immer das Problem, dass ich Feuchtigkeit ins Lager ziehe. Genau. Das ist auch nachher bei Nonplus zum Beispiel, die haben dem Ganzen ein bisschen gegengewirkt durch eine Technik in den Narben, dass dies zum Beispiel nicht mehr passiert, weil bei Narben habe ich natürlich und durch die Scheibenbremsen noch dazu ganz andere thermische Probleme, wo mir dann Lager verrecken, einfach weil halt sich Wasser reinzieht. Mhm. Da gibt es einen Druckausgleich oder einfach ein mechanisches Know-how bei Nonplus, dass das halt nicht passiert. Und das habe ich halt dadurch, dass ich Gleitbuchsen habe am Hinterbau, natürlich nicht. Genau. Ja. Und Gleitbuchsen sind, wo werden die verwendet in der Industrie? Dort, wo keine vollen Rotationen oder wenig Rotation entsteht, aber sehr hoher Druck. Mhm. Und das ist ja eigentlich... Ja, total. Also ihr seht, das ist... zwar eine andere Technologie, ich meine, wenn man sich jetzt mal viele Räder auf dem Markt in der Kategorie anguckt, die haben fast alle im Endeffekt Lager, Kugellager, aber ich finde es hier eigentlich ganz cool gelöst und wie gesagt, ihr seht, es gibt da viele positive Punkte dafür, auch gerade wenn man vielleicht ein bisschen faul ist jetzt, wenn man nach dem Bikepark das Rad noch schnell abspritzt und dann halt nicht mehr unbedingt da dran alles abtrocknet oder ständig die Lager wieder neu fettet oder so. Gerade für denjenigen ist das vielleicht interessant. Für Fahrradladenbesitzer, die ihr Fahrrad meistens am wenigsten pflegen im Vergleich zu Ja, genau richtig, ja. Ich sehe hier vorne ein ganz geiles Detail. Andi, erzähl mal da dazu was. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, hier. Ach so, das Emblem?
Genau, richtig. Ja. Sieht man ja an so vielen Ibis-Rädern nicht. In der Farbe nicht, nein. Gut, Ibis ist ja an sich schon, wie sage ich so schön, eine der Kultmarken, die noch eine richtige Kühlerfigur haben, aus Messing. Mhm. Also ist schon eher was Hochwertiges, was da vorne hingeschraubt ist und nicht irgendwie ein Patch draufgeklebt oder irgendwas draufgeklebt hat. Oder lackiert oder so. Genau, und das Schöne ist natürlich auch am Alurahmen oder allgemein an dem Werkstoff Aluminium, dass ich das natürlich relativ simpel bearbeiten kann. Auch in diesem Sinne, dass ich einfach einen Rahmen entlacken kann und in einer anderen Farbe gestalten, in dem Sinne pulvern. Und natürlich kann ich das mit so einem Emblem auch. Messing hat den Nachteil, dass ich ihn halt nicht lackieren kann, also muss ich es ja pulvern, dann habe ich ein geschlossenes System. Von dem her, ja, also das ist ja schon in vielen Farben passiert, unter anderem auch Pink, ne? Genau. Wolfi. Ja, genau, also richtig cool auf jeden Fall. Das ist halt hier auch, also ich habe bisher draußen noch kein Rad gesehen, wo jemand das so Sachen gemacht hat. Ist halt vom Andi auch hier im Laden ziemlich individuell. Also wenn jemand von euch auf sowas Bock hat und sagt, ich möchte meinen Rahmen jetzt komplett, keine Ahnung, pink oder dunkelgrau haben und mir gefallen die Farben nicht, dann kommt man da, finde ich, für das, was nachher der Rahmen anders ist, für relativ wenig Geld auch an sein individuelles Stück. Und da hat es halt im Prinzip alle Formen von Individualisierung. Also ihr könnt da, keine Ahnung, den oberen Teil blau haben und den unteren rot, wenn ihr das wollt. Ja, also wie gesagt, da gibt es echt viele Möglichkeiten dann. Und wie gesagt, für nicht viel Geld. Und der Andi hat dann da auch die richtigen Kontakte, um euch da dementsprechend zu vermitteln. Oder den Rahmen vielleicht, wenn er ankommt. Ibis sind ja immer Individualaufbauten, also die werden immer vom Händler aufgebaut. Also die kommen hier komplett zerlegt an. Und werden dann vom Händler erst aufgebaut und dann bietet sich es natürlich an, am Anfang gleich, wenn der Rahmen nackt, sage ich jetzt mal, kommt, den gleich weiterzugeben und dann halt in der Wunschfarbe pulvern zu lassen. Und wie gesagt, bei dem Alurahmen funktioniert das halt auch easy. Genau, also die Variante gibt es, oder wie es halt manche Kunden machen, die nehmen das Rad so, wie es halt am Anfang ist, auch von der Rahmenfarbe und sagen, nach 2-3 Jahren wird es zerlegt und komplett revidiert. Genau. Und dann habe ich meine Steinschläge etc. Genau. Dann wird es einmal entlackt, Glasperlen gestrahlt und dann halt in Wunschfarbe gepulvert. Genau. Und dann steht das Ding da wie neu. Genau, richtig. Ist dann Pulver beschichtet, also da jucken mich dann Steinschläge halt nicht mehr. Ja. Mhm. Und da ist ja alles von matt glänzend, metallic, da ist ja alles mögliche möglich. Genau, richtig, ja. Und das ist halt auch sowas, ich weiß nicht, klar kann man das dann machen, aber dann wird halt so Sachen wie Rahmenschutzfolie und so. Also ich habe ja mein Firebird komplett mit Rahmenschutzfolie beklebt, weil ich einfach Angst, klar ist ein Carbonrahmen, vielleicht auch nochmal ein bisschen was anderes, aber weil ich halt einfach Schiss drum habe, ja. Aber bei dem Alurahmen halt kein Problem, kann man halt fahren und wie der Andi sagt, wenn es ein paar Steinschläge nachher hat, dann lässt man sich halt nach 2 Jahren in der Wunschfarbe nochmal pulvern oder zur Not ja in der gleichen Farbe. Also das ist ja egal, selbst wenn man dann die Serienfarbe nochmal will oder die Farbe vielleicht vom aktuellen Jahr oder keine Ahnung, dann lässt man das halt einfach machen. Das ist ja kein Problem. Ja. Und auch Decals sind kein Problem. Also die Decals, die da drauf gehören, die gibt es dann auch erstens in Wunschfarbe oder halt in der Serienfarbe, je nachdem, wie man das will. Genau. Pedale ist ja vielleicht noch ganz interessant, was nicht so Standard ist. Warum? Bei mir ist es Standard. Ja. MacPad-Pedale, keine klassischen Klickpedale, aber auch keine Flat-Pedals. So ein Zwischending, würde ich sagen. Genau. Im Endeffekt Flat-Pedals, die man mit Klickschuhen fährt. Genau, ja. Na? Ich sag mal, muss ein bisschen weiter ausholen. Meine aktive Zeit liegt etwas zurück. Also ich war quasi fast 15 oder 16 Jahre inaktiv, was den Mountainbike-Sport anging, also wo ich dann ja wirklich aktiv gefahren bin. Und früher bin ich sehr viel Klick gefahren. Moment, so, machen wir mal Stopp hier. Sorry. Dann bin ich viel Flat-Pedals gefahren auch im Gelände und habe gemerkt, okay, natürlich gibt es gegenüber Klicks, ja, da verliert alles im Gelände, wenn es mal richtig ruppig wird. Und hab dann eigentlich ein Pedal gesucht, gerade im Bereich Klick, wo ich halt sehr leicht rausklicken kann, weil ich früher ausschließlich Crankbrothers gefahren bin. Mhm. Da ist entweder drin oder draußen, dazwischen gibt's nichts. Ja, genau. Was seine Vor- und Nachteile hat. Genau, ja. Ja, dann, wie gesagt, viel in den Flat Pedals unterwegs gewesen und dann halt wieder im Mountainbike, auch Enduro-Sport eingestiegen.
und dann einfach was gesucht und dann auf MacPads gestoßen, die einfach das so ein bisschen kombinieren. Das ist, wenn du es genau nimmst, weder Fisch noch Fleisch. Ich fahre jetzt hier die Magnete in der schwächsten Ausführung, was mir vollkommen reicht. Das heißt, du musst halt schon eigentlich von dem, wie du auf dem Badal stehst oder auch im Gelände agierst, nachher schon die Flat-Pedal-Technik anwenden. Ja. Und nicht einfach klick drin und tschüss. Ja? Genau, ja. Aber wenn man das kennt mit Flat-Pedals, dass es wirklich ruppig zur Sache geht und dein Fahrwerk das nicht mehr ganz schafft, das heißt, du so über deine Beine und Arme alles auch noch ein bisschen wegdrücken musst, dann hast du manchmal das Problem, dass du von den Flat-Pedals ganz kurz den Kontakt verlierst und nicht wirklich wieder zurück aufs Pedal findest und für den Rest der Abfahrt extrem unsicher bist. Das ist mit den MacPads auch in der schwachen Magnetausführung schon sofort eliminiert. Ja. Also du verrutschst dann nicht mehr so auf dem Pedal. Und das sind die 15 Kilo Magneten. Es gibt auch 20 Kilo Magneten. Mhm. Und das ist schon echt krass. Also wenn man da mal eine Metallplatte drauf macht und die versucht von Hand wegzumachen, das ist schon krass, wie das hebt. Genau, und das ist halt vor allem auch, man hat halt trotzdem immer noch, wie beim Klickpedal klassisch, man hat halt immer die gleiche Position auch auf dem Pedal. Ja, du bist ein bisschen individueller, aber es ist schon ähnlich. Aber schon ähnlich, ja. Man muss halt nicht immer wie bei den Flat-Pedals jetzt, also ich kann da nicht so viel dazu sagen, weil ich eigentlich noch nie Flat-Pedals richtig gefahren bin. Ich finde halt bei den Klickpedalen gut, dass du halt immer in der gleichen Position auf dem Rad oder auf dem Pedal stehst. Und ich glaube, das kommt bei den MacPads so ähnlich im Endeffekt an. Ähnlich, genau. Aber du hast halt schon ein höheres Sicherheitsgefühl, bist aber relativ schnell, du hast sofort den Fuß unten. Du musst nichts rausdrehen, irgendwas, ja, sondern du setzt einfach den Fuß ab. Ganz am Anfang merkst du schon, dass dein Fuß ein bisschen hängen bleibt, aber das hast du ja gleich. Also wenn du irgendwo halt in der technischen Passage unterwegs bist, wo manche mit Klicks dann auch ausklicken und dann manchmal auch auf dem Pedal abrutschen, das hast du da halt nicht. Ja. Aber wenn es wirklich in eine Downhill-Section reingeht, geht nichts über Klicks, ja, alles klar. Aber mit der richtigen Flat-Pedal-Technik geht es auch. Also da gibt es genug, auch YouTuber, die ausschließlich Flat-Pedals fahren und auch die schwierigsten Strecken fahren, ja. Also das gibt's. Genau, richtig. Also ich denke, es ist eine sehr individuelle Sache, aber ich finde es mal ganz interessant, auch mal so ein Zwischending einfach vorzustellen, weil ich will euch einfach die ganze Bandbreite im Prinzip an Teilen, die es so gibt oder an Sachen, die man im Endeffekt an seinem Rad individualisieren kann oder selber machen kann, einfach alle auch mal zeigen. Deshalb mache ich auch die Videos mit den unterschiedlichen Leuten, weil ihr seht, jeder hat so sein Ding, wo er einfach gefunden hat und wo er dann auch davon überzeugt ist. Weil ich finde, es gibt so viele Teile und man kann jetzt nicht sagen, das ist das Beste oder das ist das Beste, sondern ich finde, es kommt immer ganz stark auf die Person einmal an, auf die Vorlieben von den Personen, aber auch ganz stark im Prinzip auf den Einsatzzweck. Ja, also ich glaube, dass im Cross-Country-Bereich niemand ein MacPad fahren wird. Wie gesagt, deshalb möchte ich einfach die Videos machen, dass ihr mal ein paar Erfahrungen einfach auch von meinen Kumpels in dem Fall jetzt halt bekommt und seht, okay, das habe ich noch gar nicht gesehen. Das möchte ich mir vielleicht mal anschauen oder das finde ich jetzt interessant. Und ich denke, das haben wir bei dem Rad jetzt mal ganz gut geschafft. Klar, es gibt noch ein paar andere Teile, aber ich glaube, da möchte ich jetzt gar nicht mehr so drauf eingehen. Wir haben auf jeden Fall eine komplette S-Club-Ausstattung. Ich denke, da sind der Andi und ich uns einig, dass das einfach Premium ist. Ja. Man sehe hier die wunderschöne S-Club-Ecke. Ich denke, da kann man sich auf keinen Fall drüber beschweren. Ja, ich glaube, die individuellen Sachen zu dem Rad haben wir mal gesehen. Ist jetzt auch schon ein bisschen länger geworden. Aber ich würde sagen, vielleicht seht ihr das Rad dann auch mal in Action draußen auf dem Trail. Vielleicht nehme ich das mal mit und gehe mal eine Runde fahren im Wald. Dann seht ihr das vielleicht, wie gesagt, auch nochmal auf dem Trail demnächst irgendwann. Und genau, ich würde sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen auch zu anderen Teilen an dem Rad habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Dann leite ich das teilweise auch, je nachdem, dem Andi auch weiter. Dann kann der vielleicht auch kommentieren und einfach antworten. Dann habt ihr da eine Antwort, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt. Aber ich hoffe, euch hat das Video jetzt gefallen. Und wir sehen uns dann nächsten Sonntag wieder. Und bis dahin, macht's gut, haut rein, viel Spaß beim Radfahren. Ciao. Ciao.